gehen da heute? Womöglich über eine neue Ausgestaltung der Haushaltsregeln. Ist das ein Entgegenkommen in Richtung Italien? Ich glaube, wir haben eine gewisse Erfahrung mit Haushaltsregeln. Ich stelle fest, dass wir keinen Unterschied machen zwischen laufenden Kosten im Budget und produktiven, intelligenten Investitionen. Ich glaube, das ist ein Weg, den man gehen könnte, indem man auch dann die Schwäche des Systems ausmerzt, die darin besteht, wenn ein Land Probleme hat, erst einmal bei den Investitionen gespart wird und dadurch natürlich die Wirtschaft noch schneller nach unten geht. Und darum glaube ich, dass man sich diese Frage stellen muss. Das Zweite ist, das strukturelle Saldo ist ein sehr kompliziertes Konzept und das müssen wir unbedingt vereinfachen, damit wir erstens mal unseren Bürgern, unseren Parlamentariern es erklären können. Und zweitens, damit ein Land auch weiß, wenn es ein Budget nach Brüssel schickt, ob es wirklich dann den Regeln entspricht. Also da brauchen wir mehr Klarheit. Das sind zwei Punkte, die ich machen werde. Können Sie schon abschätzen, ob Sie auch hier Unterstützung haben, vor allem von den nördlichen Euro-Staaten, Niederlande, Schweden, Finnland, die immer sehr zurückhaltend sind? Also ich glaube, sie haben eine Sorge, die auch unsere ist. Die Spielregeln müssen eingehalten werden, denn diese Spielregeln sind wichtig. Denn sie sind gut für den Haushalt, sie sind gut für die Wirtschaft, sie sind gut für das Land. Aber dass man punktuelle Verbesserungen macht, glaube ich, sollte man andiskutieren. Gestern war jetzt das erste Mal der neue italienische Amtskollege dabei, Roberto Gualtieri. Welchen Eindruck hatten Sie? Vorhergehend. Er kennt die Dossiers schon seit langem, weil er ja im Europaparlament zuständig war für diese Themen. Und das hat man sehen können und spüren können. Er ist aus allen Themen in die Diskussion eingegriffen und hat das sehr, ich würde sagen, sehr balanciert und mit viel Kenntnis gemacht. Danke.